Was aussieht wie ein normaler Nachmittag im Café, ist in Wahrheit viel mehr. Im Café Inti am Wilhelmsplatz treffen sich jeden Mittwochabend die Mitglieder von Conquer Babel. Integration, interkulturelle Begegnungen und vor allem viel Spaß stehen hier auf dem Programm. Conquer Babel kommt vom Turmbau zu Babel. In der Geschichte aus der Bibel wurden die Menschen durch Sprache getrennt. Die rund 70 Conquerer wollen das Gegenteil bewirken, die Menschen durch Sprache zusammenbringen. Das Projekt wurde offiziell im März diesen Jahres von der Göttinger Studentin Manik Chanda und ihren Freunden gegründet. Die Idee war einfach, wir haben gehört, es gibt nicht genug Gelder für Deutschunterricht. Und dann haben wir gesagt, es ist lächerlich, es gibt so viele, die helfen wollen. Das muss auch ehrenamtlich gehen. Also das Café Inti wurde eigentlich initiiert vom Lampedusa-Bündnis. Und relativ schnell ist Conquer Babel eingestiegen, eigentlich von Anfang an, um es sozusagen mit Leben zu füllen. Also unsere Dolmetscher sind hier unterwegs, wir sind unterwegs, um zu beraten. Und die Idee war ursprünglich, dass Göttinger Bürger und Geflüchtete zusammenkommen und sich vielleicht einfach austauschen. Aber wir haben relativ schnell gemerkt, dass die Geflüchteten auch einfach einen Raum brauchen, um sich gegenseitig auszutauschen. Diesen Raum bietet das Café Inti. So bekommen Freunde und Familien, die in getrennten Unterkünften untergebracht sind, eine Chance, sich zu sehen. Außerdem engagieren sich die Conquerer als Dolmetscher und unterrichten Deutschkurse. Eine weitere spannende Aktion ist das Buddy-System. In Kooperation mit dem Gasthörerprojekt der Uni unterstützt Conquer Babel Flüchtlinge, die kostenlos an Lehrveranstaltungen teilnehmen. Auch Maru aus Äthiopien und der Göttinger Student Moritz machen bei dem Programm mit. Maru studiert Politik, genau wie Moritz. Ja, wir haben uns eigentlich sofort sehr gut verstanden, würde ich sagen. Also schon vom ersten Moment an wussten wir eigentlich sofort, worüber wir reden können und sind seitdem auch öfter in die Mensa gegangen und haben zusammen irgendwie ein bisschen Deutsch gelernt. Ich habe ihm eCampus erklärt. Ja, wen habe ich Frage? Ich melde und schreibe kurz SMS und dann er antwortet. Und treffen wir zusammen und wir arbeiten in Bibliothek oder ja, in anderen Freiplatz. Ich stelle öfter Fragen, wie es ist in Äthiopien, wie da das Studienleben ist, wie viele Studenten an der Universität sind. Und ja, man lernt auf jeden Fall eine ganze Menge dann auch von anderen Menschen und das finde ich immer echt spannend. Das Buddy-System lohnt sich also für jeden und mitmachen kann dann natürlich auch jeder. Moritz ist über Facebook aufmerksam geworden, aber auch auf der Seite der Uni Göttingen kann man sich über ein Formular für das Buddy-System bewerben. Oder einfach mittwochabends im Café Inti vorbeischauen. Manik ist auch immer da und freut sich über jeden Besucher. Für uns Gründungsmitglieder ist das eine super Freude, dass es so gut funktioniert hat. Am Anfang haben wir noch gedacht, oh Gott, weil wir die Facebook-Page gegründet haben, wenn wir 50 Likes kriegen, ist das schon super. Und wenn das Café Inti, wenn da 20 Leute kommen, ist schon super. Und wenn ein Deutschkurs, wenn wir einen zusammenkriegen, ist super. Und jetzt sind wir viel weiter und endlich haben wir das Gefühl, Conquer Babel funktioniert. Und zeigt, dass man durch einen kleinen Einsatz Grenzen überwinden kann.